Hallo Greta Magdalene, ich finde das toll, dass du dich hier zeigst mit deinem 6-jährigen Pferd, der Stute Follow You, eine ja, bis L erfolgreiche junge Stute, die du in absehbarer Zeit auf M-Basis einsetzen willst und ja, A und L Springpferdeprüfung auch schon gut gegangen ist, das ist alles gut und ich finde, du fängst den Parcours sehr schön an, hast einen guten Grundsitz, hast das Pferd insgesamt schön vor dir. Und eigentlich jetzt in dieser Stelle des Parcours sieht man ganz gut, das, was du auch geschrieben hast, das Pferd ist unruhig im Kopf. Und die Frage ist, gerade so, wenn du Trainingsparcours reitest, warum reitest du dann weiter? Vielleicht wäre es eine gute Idee, auch jetzt in der Wendung, in der du jetzt bist, erst nochmal einen großen Zirkel zu reiten. Erstmal Kontrolle zu kriegen. Warum? Weil du so sehr handorientiert reitest. Und je länger du jetzt den Parcours reitest, desto mehr kommt das Pferd auf die Vorhand, desto handorientierter reitest du und ja, desto mehr musst du auch immer die allererste Distanz nehmen und kannst nicht am Sprung so ein bisschen warten, wie das zu Beginn des Parcours gewesen ist. Insofern wäre mein Tipp, zwischen den Sprüngen mehr zu arbeiten, dass du nicht einfach nur das Tempo annimmst, was das Pferd vorgibt und das Pferd kommt immer mehr ins Rennen, kommt dadurch mehr auf die Vorhand und du bist in der Gefahr oder bist der Gefahr erlegen, zu viel mit den Händen zu machen und über den Sprüngen immer zu viel mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Das sieht man jetzt auch. Und wenn du immer mit dem Oberkörper sehr weit nach vorne gehst, gibst du dem Pferd jedes Mal so einen Push, noch mehr nach vorne zu springen. Insofern mein Tipp wäre, viele Wendungen zu reiten, jeden Sprung kontrolliert anzureiten, damit dieses junge Pferd auch wirklich was lernt. Man sieht es nämlich jetzt auch so, wie du Trab reitest. Das Pferd läuft auf die Vorhand, dehnt sich zwar, kommt aber zu tief mit dem Hals, bringt also das Gewicht zu sehr nach vorne auf die Vorderbeine, wie ich gerade sagte, und hat nicht die nötige Balance. Also ruhigeres Traben, mehr Ansprechen der Hinterbeine, das wäre also absolut wünschenswert gewesen. Und man kann wunderbar als Tipp zwischen Sprung 1 und 2 einen großen Zirkel reiten. Erst wieder wirklich zum kontrollierten Galoppieren kommen. Eine super Übung ist da sogar nochmal in den Trab überzugehen. Erst wieder zu traben, vielleicht 2-3 Mal, bis man ein gutes Gefühl hat, Trab-Galopp-Übergänge zu reiten. Und erst dann mit Follow You der 6-jährigen Stute, dann erst wieder den Parcours fortzusetzen, wenn du das Pferd sicher vor dir hast, das Pferd sicher an das Gebiss heran schiebt oder zieht, muss ich besser sagen, und du wirklich an den Sprüngen zum Reiten kommst und das Gefühl hast, dass dein Pferd am Sprung auch so ein bisschen abwartet und nicht einfach hinrennt zum Sprung, was ja vom Grundsatz her positiv ist. Wir wollen ja gehfreudige, springfreudige Pferde haben, aber alles unter der Kontrolle von dir. Du musst dir immer sagen, du bist der Pilot im Sattel. Gleiche Augenhöhe, partnerschaftliches Verhalten zwischen dir, Greta Magdalene und Follow You. Aber du musst auf der anderen Seite wissen, auf gleicher Augenhöhe, dennoch bist du der Pilot. Und darfst nicht, wie es jetzt im Parcours war, immer mal so zwischendurch zu so einem Co-Piloten werden, wo das Pferd eigentlich die Initiative übernimmt. Und die Initiative ist immer Go. Und du sitzt dann drauf, kommst ein bisschen mit dem Oberkörper weit nach vorne, stehst ein bisschen im Bügel, dein Gesäß ist relativ weit aus dem Sattel herausgenommen und du reitest in dem Sinne keinen leichten Sitz, in dem du das Pferd vor dir hast, sondern stehst im Sattel, bist ein bisschen über dem Pferd und verlierst, und das ist das Entscheidende dabei, verlierst dabei einen großen Teil deiner so wichtigen Einwirkung. Also, mein Tipp, das ist das Fazit, kontrollierter reiten, quasi so galoppieren, wie du den Parcours begonnen hast, so ein bisschen im entlastenden Sitz reiten, also leichter Sitz, aber ein bisschen mehr Gesäß am Sattel, Oberkörper vor der Senkrechten, gar keine Frage, Wendungen immer wieder einbauen, vielleicht sogar als zusätzlichen Tipp auch in einer Distanz mal weich durchparieren, anhalten, vielleicht sogar, wenn es möglich ist, rückwärts richten und dann die Distanz nochmal reiten, sodass das Pferd lernt, ein wenig zu warten. Sonst muss ich sagen, du bist auf einem guten Weg, du hast ein gutes Auge
Du hast ein gutes Rhythmusgefühl. Dein Pferd sieht aus, als wenn es, oder macht dir den Eindruck, als wenn es sehr, sehr vorsichtig wäre und sehr mutig ist, überhaupt keine Furcht vor den unterschiedlichen Hindernissen hat. Und ja, ihr seid auf einem guten Weg. Ich glaube auch, das Rennspringen ist für dich nicht mehr in zu weiter Ferne, auch wenn du im Augenblick nur eine Reiterin auf dem Niveau A bis L bist. Aber alles im grünen Bereich mit den kleinen Möglichkeiten, die dir noch ein bisschen Luft nach oben verschaffen. Wenn du das im Griff hast, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass du weiterhin viel Spaß an unserem so herrlichen Sport haben wirst. Alles Gute, viel Freude weiterhin und bleibe gesund. Das ist das Allerwichtigste.